Mein Name ist Hans Rieder, ich komme aus dem Arntal, bin Buchautor, ehemaliger Grundschullehrer und ich habe mich auf die Suche gemacht, Lebensbilder von Leuten aus ganz Südtirol zu erzählen und zu schreiben. Mein Name ist Hubert Schönecker, Filmemacher aus Südtirol. Meine Aufgabe ist es, einen Dokumentarfilm über Lebensbilder in Südtirol zu drehen. Ich arbeite mit meinem Team, meinem Sohn Matthias und Alexander Zeidler als Techniker. Sind ein kleines Team, aber versuchen mit unseren Möglichkeiten einen großen Dokumentarfilm zu drehen. 1959 hat man gesagt, es ist ein Schneefachzeug gemessen worden, hat 16 Meter Schnee gemacht da. Und damals war es so, dass ja, die Verbindung total auf den Höfen abgebrochen ist gewesen. Dass drei Wochen, haben sie erzählt, niemand hergekommen und niemand nach Foto gekommen ist. Die unverfälschte Darstellung dieses Arbeitsalltags ist uns in diesem Film ganz, ganz wichtig. Wir treffen da auf Leute, die sich von der heutigen hektischen Zeit nicht unbedingt drängen lassen und trotzdem jeden Tag ihre Arbeit gehen, ihren Weg gehen und dies, wie sie zu sagen pflegen, solange der Herrgott will. Ja, na, das sind die Friedensglocken gewesen. Und dann habe ich den Krieg ausgeredet. Gott sei Lob und Dank, den Krieg aus. Als Filmproduzent sind wir jetzt auf der Suche nach geeigneten Sponsoren, damit wir so ein wirklich tolles Projekt auch umsetzen können. Gerrit Ballauer, bin in der Früh und will in Schaltau tun. Dann ist niemand Licht zeigen, ob brennt oder nicht. Dann will ich mit der Hand tauchen greifen, wenn die Lampe warm ist gewesen. Ich sage, gebrunse. Es ist uns ein großes Anliegen, den kulturellen Wert von Südtirol festzuhalten, umzusetzen und ins Fernsehen zu bringen. Dafür suchen wir geeignete Geldgeber, Sponsoren. Es wäre schön, wenn wir mit Ihrer Hilfe dieses hochkarätige Projekt umsetzen könnten.